Hallo, mir ist klar geworden, dass das dann doch zu nichts führt, vor allem zu nichts Guten, wenn ich hier weiterhin auf YouTube präsent bin. Es wird nur nach und nach doch Ruhe in mein Leben einkehren, wenn ich abstinent bleibe bei YouTube und keine Videos mehr hochlade und so weiter. Also, ihr kennt das ja nun schon von mir, Kanal löschen, Kanal eröffnen und so weiter. Aber mit diesen Sperenzchen habe ich jetzt selbst auch satt. Ich werde diesen Kanal hier um Punkt 18 Uhr nachhaltig löschen. Die Videos sind ja von euch sowieso. Ihr könnt ja nicht anders, ihr kranken Leute da draußen auf YouTube gesichert. Ihr wisst, wie ich abschließend zur NWO stehe und dass man durch mich allein juristisch und auch persönlich, privat, real, physisch in akuter Lebensgefahr schwebt, wenn man mich bedroht, mich und meine Mutter, oder wenn man uns observiert und filmt. Irgendwann kriege ich dann einen eurer Agenten dran. Ja, wenn ich das mitbekomme, und das kriege ich früher oder später mit und mache dann auch Gebrauch im Rahmen des Notwehrparagraphen. Eure Organisation kann mir gar nichts. Und wenn ihr es weiterhin versucht oder auch unkoschere Methoden anwendet, um mich ungerechtfertigt, haltlos bei der Polizei anzuschwärzen, das kommt früher oder später alles raus. Und meine spirituelle Richtung, die ich jetzt authentisch eingeschlagen habe, der Islam ist meine Privatsache, damit gehe ich nicht hausieren. Und es ist ein guter Weg, den ich gewählt habe und auch der einzig denkbare für mich aufgrund meiner Abstammung von einem Moslem. Das hätte mir eigentlich schon viel früher in den Sinn kommen müssen, schon vor Jahren oder Jahrzehnten. Dann hätte ich mir die Jetztzeit anzusprechen, vielleicht einiges erspart an unschönen Erfahrungen. Denn Gott ist immer mit den Tapferen und mit den Anständigen in dieser Welt. Glaubt's oder glaubt's nicht. So, Punkt 18 Uhr wird der Kanal hier gelöscht, nachhaltig. Die Videos sind ja auch der Polizei, denke ich mal, bekannt. Auch das letzte, was ich hochgeladen hatte und mich an Sie gewandt habe, Herr Talking Türke. Und ja, wir werden sehen. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal auf dem Café. Warum nicht? Ich habe nichts zu verbergen und mit mir kann man gut klarkommen im realen Leben, wenn man mir nicht dumm kommt. Von mir braucht man keine Angst zu haben, wenn man mir begegnet. Ja, auf friedlicher Ebene. Gut, das war's dann. Und ich überlasse jetzt diese, ja, letztendlich leicht bis mäßig perverse Community sich selbst. Euch wird das Met jetzt, was ich bisher immer geliefert habe, so nennt ihr das jetzt, ausgehen. Und es wird euch auch nicht mehr gelingen, mich mit irgendwelchen obskuren Mails zu triggern und zu bewegen, wieder ein Video zu machen. Ihr habt überhaupt nichts verloren in meinem Leben und ihr habt auch keine Stimme in meinem Leben. Merkt euch das. Aber ich in eurem, wenn ihr mich weiterhin bedroht und verfolgt und stalkt und wenn hier noch weitere Sachen passieren im realen Leben, dann habe ich eine Stimme in eurem Leben und die wird euch zugrunde richten, systematisch, juristisch, gesellschaftlich und auch privat, real, physisch, wenn es sein muss. Denn wie gesagt, ich mache Gebrauch vom Rahmen des Notwehrparagraphen, mein Leben bis aufs Blut zu verteidigen, wenn ich es akut gefährdet sehe, wie auch immer, durch euch von der NWO. Ihr habt keine Chance, nicht so viel. Und Friedensverhandlungen wird es nie wieder geben. Ihr habt jetzt ein paar Mal versucht, mich in was zu verwickeln und hineinzuziehen. Das war alles immer nur Makulatur von euch. Ihr habt nie die Absicht gehabt, authentisch mit mir Frieden zu schließen. Zu keinem Zeitpunkt. An keiner Stelle. Weder über Hangouts noch sonst irgendwie, noch über einen Discord.